Verlust zu erleben ist Teil des Lebens. Manche Menschen verlieren ihre erste Liebe. Manche verlieren die Harmonie in ihrer Beziehung. Die Dekoration ist perfekt, oder Schatz? Sie ist lächerlich, äußerst lächerlich. Sie ist gefeuert. Manche Menschen verlieren die Hoffnung, andere die Geduld. Da fällt mir ein, ich muss dir noch was erzählen. Ich habe eine Freundin. Wirklich? Das ist ja klasse. Das ist überhaupt nicht klasse. Ich wollte dich nur eifersüchtig machen. Ich kann mich nicht in dich verlieben, Cat Noir, das weißt du. Ja, ja, schon klar. Das tut trotzdem weh. Während einige ihre Seele verlieren, verlieren andere ihre Sicherheit. Du hast endlich kapiert, dass es mehr als nur eine Käsesorte gibt. Und manche haben gar nichts zu verlieren. Danke. Das ist es. Ich hab sie. Ich muss los. Bon Appetit. Ja, Papa, ich weiß, wo das Grand Paris Hotel ist. Ich? Zu spät? Ich bin nie zu spät. Okay, aber diesmal bin ich nicht zu spät. Versprochen. Luca, was machst du denn hier? Ich habe an dich gedacht und ich glaube, ich habe endlich deine Melodie gefunden. Die, die dir voll und ganz entspricht. Willst du sie hören? Wie findest du sie? Wow, sie ist unglaublich. Ganz stimmt sie noch nicht. Ich kann's besser. Ich arbeite weiter daran. Bin unterwegs, Papa. Tut mir leid, ich muss los. Danke, Luca. Ich finde die perfekte Melodie für dich. Suchen Sie irgendwas? Danke, Marinette. Okay, ich werde dann mal gehen. Ich muss diese Schirmchen zu meinen... Warte! Bitte flieh mit uns. Ungehorsam zu sein ist unterhaltsam. So viel Spaß hatte ich bisher noch nie. Soll das ein Witz sein? Nein, wieso? Ach, nur so. Du hättest dein Gesicht sehen sollen. Oh. Nimm das. Hey! Wow, ich sehe dich zum ersten Mal mit offenen Haaren. Jetzt solltest du dein Gesicht mal sehen. Los, Ladybug, konzentrier dich. Meister Fu, ich brauche Ihre Hilfe. Dieses Kostüm ist ja sehr hübsch, aber passt es wirklich hier an diesen Ort? Ich habe vergessen, mich zurückzuverwandeln. Mir ist niemand gefolgt, Meister, da bin ich sicher.
Ladybug, wenn du eine Runde Karussell fahren willst, wähle bitte dein Lieblingspferd aus. Wenn die Mission vorbei ist, nimmst du das Miraculous zurück und bringst es mir wieder. Hol mir mein Miraculous, Ladybug! Ich warte auf dich! Der Drache? Bist du sicher? Ja, ich bin mir sicher. Mein lieber Hüter, es freut mich wirklich sehr, dich endlich kennenzulernen. Ladybug, ich dachte, du kannst mir das Miraculous nie wieder geben, weil Hawkmoth meine wahre Identität kennt. Ich brauche einfach dein außergewöhnliches Talent. Ich habe mein Wort gehalten. Deine Eltern sind frei. Jetzt kann ich mit diesem neuen Akuma deine Kräfte noch stärker machen, meine Königin. Miracle Queen, ich verleihe dir die Macht, über Paris zu herrschen und deine ganz eigene Armee von Superhelden zu befehligen. Als Gegenleistung verlange ich nur... Cat Noirs und Ladybugs Miraculous, du sollst sie bekommen, sobald ich diese Superhelden vernichtet habe. Long, verwandle mich zurück. Ich bin gerade nicht da. Bitte hinterlasse eine Nachricht. Keine Sorge, Marinette. Meister Fu ist sehr weise. Wenn irgendwas passiert ist, weiß er, was zu tun ist. Aber Tiki, wenn ihm was passiert ist, ist das meine Schuld. Kagami, ist alles in Ordnung? Was ist mit Ladybug passiert? Sie hat mich mitgenommen, um uns zu beschützen. Das Monster, das sie bekämpft hat, hat Menschen angegriffen, die verliebt sind. Die verliebt sind? Mhm. Geht's dir gut, Marinette? Ja, alles bestens. Ehrlich gesagt, nein, mir geht's überhaupt nicht gut. Ich hab genug von dieser ganzen Verantwortung. Davon immer eine Fassade aufrechterhalten zu müssen und nie die sein zu dürfen, die ich wirklich bin. Ist schon gut, Marinette. Du kannst mir alles sagen. Oder nichts, wenn dir das lieber ist. Bei mir kannst du selbst sein. Einfach du selbst. Verlust zu erleben ist Teil des Lebens. Aber es bringt auch gute Dinge. Erwarte das Unerwartete und nimm es an. Nutze sie gut, meine Königin. Stecht sie für mich! Stecht sie alle! Sie sollen mir gehorchen! Jedes erste Mal ist ein Abenteuer. Und wer weiß, wohin einen diese Abenteuer führen. Man findet Menschen, denen man sein Herz anvertraut. Genauso wie sie einem ihrs anvertrauen. Dieses Vertrauen wird manchmal zerstört, aber man kann es immer wieder aufbauen. Ja, der Weg kann manchmal holprig sein. Manchmal verirrt man sich sogar unterwegs. Aber mit Hilfe der richtigen Menschen findet man immer sein Ziel. Entschuldige, ich weiß nicht, wieso ich das getan habe. Geht's dir gut? Ja. Danke, Luca. Oh, da fällt mir ein, hast du die perfekte Melodie gefunden? Ich denke schon, ja. Aber willst du sie wirklich hören? Du denkst immer noch an Adrien, oder? Marinette! Luca! Oh nein, nicht sie schon wieder! Tiki, wir müssen in Deckung gehen! Verwandle dich! Aqua Tiki, verwandle mich! Hawkmoth hatte die ganze Zeit über einen größeren Plan. Der Kampf ist noch nicht vorbei. Nein. Ich meine, es war das erste Mal, dass... Ich dachte, es wäre anders. Du bist nicht erfreut? Doch, das bin ich. Ich denke nur, ich war noch nicht so weit. Und wann wirst du so weit sein?
deine Unentschlossenheit ist verletzend. Was ist? Nein! Kagami! Black, verwandle dich! Aqua Black, verwandle mich! Als erstes befreien wir unsere Freunde. Dann können wir Majora, Hawkmoth und das Senti-Monster besiegen. Aber zuerst schalten wir die Wespen aus, damit wir aus dem Wasser können. Werden wir gestochen, ist alles vorbei. Klingt einfach, wenn du es sagst. Ja, wir machen es uns leichter. Nein, das ist zu gefährlich. Zu viele Kräfte auf einmal. Es geht nicht anders. Ich bin bereit zu kämpfen, Ladybug. Verwandle mich zurück. Tiki, Long, vereint euch! Für dich bin ich Dragonbug, Chloe. Diese paar extra Kräfte werden dich auch nicht retten. In wenigen Momenten ist der alte Hüter zu schwach und sein Schild wird zerstört. Dann zwinge ich ihn, mir eure wahre Identität zu verraten. Und das alles dank Ladybug. Sie hat euch in euer Verderben geführt. Er will euch auseinanderbringen. Hört nicht auf ihn. Ich habe bewusst euch beide gewählt. Haltet zusammen. Wir gegen den Rest der Welt. Wie immer. Ladybug und ich kämpfen nicht gegeneinander. Wir kämpfen zusammen. Und werden dich endgültig besiegen, Hawkmoth. Ihr Narren! Es wird Zeit zu handeln, meine Königin! Macht euch bereit, meine Wachen! Tumult! Ja. Voyage! Zweite Chance. Vipirion ist der gefährlichste. Konzentrier dich auf ihn. Sei vorsichtig. Okay. Kataklysmus! Zweite Chance. Ladybug, du bist die Beste, die ich jemals getroffen habe. Du hast Fehler gemacht, aber wer nicht? Wichtig ist nur, sie zu beheben. Und du weißt immer ganz genau, wie du alles wieder hinkriegst, richtig? Aber was soll ich tun, Meister? Du hast den Schlüssel zu allem, Ladybug. Hattest du schon immer. Und du wirst eine bewundernswerte Hüterin sein. Was? Meister? Nein, tu es nicht! Ich, Wang Fu, gebe hiermit die Miraculous-Schatulle frei. Und ernenne Ladybug zur neuen Hüterin. Oh. Nein! Meister! Nein! Das sind meine Miraculous! Meine! Ich bin die Hüterin! Ich bin die Königin! Hawkmoth, er soll mir meine Schatulle wiedergeben! Wie enttäuschend! Ich geh schon. Kümmere dich um die Schatulle. Tut mir leid, aber ich glaube, die gehört jetzt mir. Ich will die anderen Miraculous eh nicht. Ich brauche nur das der Biene. Außerdem bist du langweilig und Paris ist langweilig. Ich gehe mit Maman nach New York und dann bin ich dort die unglaubliche Queen Bee. Ich kümmere mich selbst um die Rettung der Welt ohne dich und deine lächerlich ausgewählten Freunde. Die sind wirklich äußerst lächerlich. Tut mir leid, Chloe. Aber das kann ich nicht zulassen. Tja, wenn das dein Ernst ist, bin ich nicht mehr dein Fan, Ladybug. Ich verehre dich nicht mehr und ich gehe trotzdem mit Maman von hier weg, denn du verdienst es nicht, die gleiche Luft zu atmen wie ich. Wenn wir älter werden, merken wir, dass uns das Leben nicht immer all das schenkt, was wir uns gewünscht haben. Ich hätte dir das gerne persönlich gesagt, Marinette. Aber wenn du das hier liest, heißt das, ich habe schon meine Erinnerungen verloren. Doch du musst keine Angst haben und nicht traurig sein. Wie ich zu Beginn dieses Briefes schon gesagt habe, ist Verlust zu erleben Teil des Lebens, aber es wird nicht dadurch bestimmt. Denn was wirklich zählt, ist nicht, ob man gewinnt oder verliert, sondern ob man es schafft, Veränderungen zu akzeptieren. Man muss eins verstehen. Auch wenn einem das Leben nicht das schenkt, was man sich erhofft hat, ist das wahre Geschenk das Leben selbst.
Es ist unglaublich. Ich sehe sie zum ersten Mal und trotzdem schlägt mein Herz so, als würden wir uns ewig kennen. Sie sollten ihrem Herzen immer vertrauen. Hier, bitte, Monsieur, für die Reise. Mhm. Vielen Dank, meine Liebe. Ich werde dich niemals vergessen. Selbst. Alles okay? Also, die Melodie. Spielst du sie mir vor? Bist du sicher, dass du sie hören willst? Mhm. Es ist perfekt. So gut wie neu.